Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute machen wir ein super schnelles Do-it-yourself-Deko-Bild, Snippet-Bild würde ich mal sagen, in unter 5 Minuten. Falls du Bock hast auf solche Videos, dann stimm doch oben ab. Dann weiß ich, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und wenn du direkte Vorschläge hast, dann immer gerne unten in die Kommentarbox schmeißen. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir los. Wir brauchen Farbdisplays. Diese hier sind aus meinem Baumarkt. Und fragt lieber nach, ob ihr ein paar mehr nehmen dürft. Ansonsten brauchen wir noch Klebestift, Bleistift, eine Schere und los geht's. Ich zeichne zuallererst meine Form auf ein relativ stabiles Blatt Papier. Ich mache es hier ein bisschen ausführlicher, aber eigentlich braucht es gar nicht so ausführlich sein. Dann wählt ihr eure Farbdisplays aus. Ich brauche hier nur die grauen, beziehungsweise habe ich mich einfach für die grauen entschieden, weil ich es ein bisschen abstrakt machen wollte. Wir wissen alle, dass Kürbisse nicht grau sind, aber ich will einen grauen Kürbis, also nehme ich einen grauen Kürbis, okay? Gut. Dann nehmt euch einfach eure Schere zur Hand und fangt an zu schnibbeln. Und zwar wild drauf los zu schnibbeln. Mein Tipp, macht schon ein paar Schnipsel bereit oder macht sie schon mal fertig. Weil so müsst ihr dann nicht immer die Schere in die Hand nehmen, neu schneiden und so weiter und so fort. Und dann fange ich auch schon an, einfach die anzulegen und aufzukleben. Leute, so einfach ist das. Und da ich finde, dass es etwas banal wäre, euch wirklich jeden einzelnen Schritt zu erklären, würde ich sagen, halte ich jetzt den Rand und wünsche euch ganz viel Spaß beim Gucken. Yay, der letzte Schnipsel. Und dann nehmt euch einfach ein Radiergummi und radiert die Bleistiftstriche weg, die man sehen kann. Und dann könnt ihr euch einen goldenen oder silbernen oder bunten Stift nehmen und draufschreiben, was ihr mögt. Ihr könnt natürlich noch viel kreativer sein und weiteres raufkleben. Aber ich finde, so sieht es ganz schick aus. Wisst ihr, was ich an diesen Do-It-Yourself einfach liebe? Es geht sowas von super, super schnell. Ihr braucht nicht so viele Materialien. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt es zu jeder Jahreszeit machen. Das liebe ich einfach an diesen Do-It-Yourself. Ihr könnt auch ganz andere Motive nehmen. Ihr könnt euren Kürbis auch wirklich in Orange malen. Ihr müsst ihn nicht abstrakt machen. Ihr könnt auch ganz andere Früchte nehmen, wie eine Banane beispielsweise. Oder hier eine Birne und einen Apfel. Also seid da total frei und lasst eure Fantasie freien Lauf. Wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und euch entspannen wollt, dann finde ich, ist das ein cooles Do-It-Yourself. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und denkt dran, abstimmen. Bis dann. Tschüss.